man muss sich das vorstellen, wir sind mit sechs Autos den Tag nach der Reichskristallnacht über die Grenze gegangen, die sind kontrolliert worden, die haben gesagt, Papiere von Kamp sind in Ordnung und sind nach Venlo gefahren zum Cousin von Fritz Kamp, was der Vater von Nico ist. Und diese beiden Bücher beschreiben die Geschichte von Adolf Kamp und Henriette Kamp, das waren die Großeltern, die wohnten in Deutscherring 45, dann von seinem Sohn Fritz Kamp und Inge Kamp, das waren die Eltern von Nico, die sind auch hier drauf, und von Rolf und Nico Kamp, das waren die beiden Kinder, die im Alter von 4 und 7 Jahren Krefeld verlassen haben. Jetzt ist es immer sehr schade, weil dieses Buch, so toll wie es geschrieben ist, ich erzähle euch gleich, was ihnen passiert ist in den Niederlanden, es fehlt aber ein Vorspann eigentlich. Und der Vorspann, der zu dieser Geschichte fehlt, ist, wie haben die Kamps in Krefeld gelebt? Was war das für eine Familie? Kann man hier noch was ausführlich machen zur Familie Kamp? Und weil waren das überhaupt? Und da bin ich gerade dabei, wir haben inzwischen 80 Seiten zusammen, also eine kleine Geschichte der Familie Kamp in Krefeld zu schreiben. Ein bisschen mit eingepackt von der gesamten damaligen Situation, wie sie hier damals in Krefeld war. Bei der Beschäftigung mit diesem Stoff hat sich natürlich für mich Krefeld in einer ganz anderen Art und Weise eröffnet als jemals zuvor. Wenn ihr gleich rausgeht und geht mal drüben ein paar Schritte weiter, da steht dieses Gebäude der Reichsbank. Ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist. Das sieht aus wie ein florentinischer Palast. Also es ist architektonisch unglaublich. Oder hier die Friedrichsstraße war damals die Einkaufsstraße schlechthin in Krefeld. Da gab es das Kaufhaus der Familie Tietz, eine jüdische Familie, Leonard Tietz. Später arisiert worden, ist der Kaufhaus ausgemacht worden. Das war Anfang 1900 ein grandioses Kaufhaus. Da gingst du rein, du hattest feste Preise, du musstest nicht verhandeln. Es wurde Klaviermusik gespielt. Also Krefeld war wirklich eine so dermaßen mondäne Stadt wie kaum eine andere Stadt zuvor. Und mittendrin in der Petersstraße gab es einen stinkenden Betrieb mit Tierhäuten, Därmen und Metzgerei da. Und Nico Kamp hat mir erzählt, die waren wohl eine gewisse Zeit lang mal die zweitgrößten Steuerzahler in Krefeld. Das hat aber damit zu tun, dass die Seidenbarone in Krefeld keine Steuern zahlen mussten. Die haben direkt nach Berlin bezahlt. Deswegen konnten so kleinere Betriebe hier hohe Steuern organisieren. Ich könnte euch ganz viele Geschichten erzählen. Nur ganz kurz noch, in Holland haben die gedacht erstmal, die Niederlande bleiben neutral. Im Ersten Weltkrieg sind die Niederlande neutral geblieben. Das heißt, die Niederlande waren ein sicheres Fluchtland. Der Kaiser hat Exil auch in den Niederlanden bekommen. Und dann haben die gesagt, wir gehen nach Holland und bleiben neutral. Der Fritz Kamp hat dann den Dingskerlo, die haben auch Geld rüber geschafft, also ganz, ganz geschickt haben die da schon jongliert. Dann hat er noch in Dingskerlo sich niedergelassen, eine neue Fabrik in Holland gekauft. Die wollten einfach weitermachen in den Niederlanden, wie sie sich hier auch etabliert haben und hatten tatsächlich auch schon gute Vorbereitungen getroffen. Und im Mai 1940 laufen die Deutschen in Holland rein und überrennen also dieses kleine Land. Die ganzen Fantasien, dass man sich eine eigene Existenz aufbauen könnte, waren nicht gegeben. Sie haben dann noch in Amstelveen gelebt, haben auch den Rabbiner hier von Krefeld, der dann nach New York, über London nach New York ausgereist ist, da nochmal getroffen und mussten sich dann im Laufe der Zeit verstecken. Nico Kamp, der ja heute Generalkonsul ist, konnte mit 10 Jahren weder lesen, noch rechnen, noch schreiben. Weil er wurde auf einem Bauernhof versteckt, er konnte alles über Hühnerhaltung hier erzählen, er konnte alles andere machen, aber er hatte keinerlei Bildung genossen. Sein anderer Bruder wurde auf einem anderen Bauernhof versteckt und die beiden Eltern mussten sich von ihren Kindern trennen, damit die Kinder nicht irgendwo ergriffen worden sind. Fritz und Inge Kamp sind dann in Amsterdam verraten worden. In Amsterdam gab es riesige Razzien, man bekam 7 Gulden für die Ergreifung eines Juden, das muss man sich vorstellen, und sind dann in das bekannte Lager Westerbork gekommen. Im Lager Westerbork, das war kein Vernichtungslager, das war schon sehr früh von den Holländern eingerichtet worden, um die flüchtigen deutschen Juden zu internieren. In Westerbork gab es das größte Krankenhaus der Niederlande, gab es in Westerbork tatsächlich. Und dann ist Folgendes passiert, es war im September 1944, da ist der letzte, also auch über das Lagerleben in Westerbork muss man nochmal genauer hingucken, aber
Ich erzähle es jetzt nur schraffiert. Es war im September 1944, da wurde dann der letzte Zug aus diesem Lager organisiert. Also man lebte da wie in der Sommerfrische, nur zweimal die Woche fuhren irgendwelche Züge ab, in den Osten. Das wusste man so genau nicht, aber natürlich wusste man auch, dass es Vernichtungslager gab und dass die Leute, die da in die Züge gepackt wurden, nicht wiederkamen. Und dann gab es unter den Lagerinsassen gab es eine Sitte, dass man sich, das hieß dann transportunfähig schlug. Das hieß, man hat sich selber verletzt, weil die Verletzten ins Krankenhaus kamen und nicht auf den Transport. Und das hat Fritz Kamp auch gemacht, er hat sich eine Leistenverletzung zugefügt und meinte damit, ihm zu entkommen. Und im September 1944 gab es den letzten Zug von Westerbork nach Auschwitz. Und alle wurden in diesen Zug getan. Und in dem gleichen Waggon, wo Fritz und Inge Kamp, die Krefelder waren, war auch die Familie Frank aus Amsterdam. Und Anne Frank ist mit denen mitgefahren nach Auschwitz. Sie kamen in Auschwitz an und Fritz hatte sich ja jetzt selber verletzt. Ihr wisst, auf der Rampe wurde selektiert, da stand der Mengele. Und er hat dann sowieso gesagt, Frauen nach links, Männer nach rechts. Und Fritz war ja verletzt, er war nicht arbeitsfähig. Und Fritz' letzte Worte an die Inge waren noch, guck mal, fragte den Kommandanten noch, wann kann ich meine Frau sehen? Und er sagte dann noch, jeden Montag können Sie Ihre Frau sehen. Und er sagte zu Inge noch, sieh mal, gar nicht, ist gar nicht mal so schlecht hier, wo wir hingekommen sind. Dann wurde er abgeführt und ging direkt ins Gas. Also Fritz Kamp ist in Auschwitz sofort vergast worden, weil er sich transportunfähig geschlagen hat. Inge Kamp kam ins Lager und hat durch vielerlei Zufälle Auschwitz überlebt, ist darüber nie verbittert geworden. Das ist ganz erstaunlich. Also sie hat eine Zeit lang direkt unter der Familie Frank gelegen, in der gleichen Baracke, also Anne Frank und Margot Frank oben und sie darunter, und ist dann später nach Liebau gekommen, um für eine deutsche Panzerkettenfirma Panzerketten unter unwürdigsten Sachen zu konstruieren. Durch tausend Zufälle hat sie überlebt, ist dann über Prag in die Niederlande zurückgekehrt und hat ihre beiden Kinder unversehrt wiedergefunden. Inge Kamp ist gestorben 2009 im gesegneten Alter von über 90 Jahren in Lugano. Inge Kamp hat 1987 Krefeld wieder besucht, dann als Inge Salomon. Da hat der damalige Bürgermeister Dietrich Pützhofen veranlasst durch einen Pfarrer, der das gesagt hat, wir können jetzt nicht nur die Auswanderung von Philadelphia feiern, wir müssen auch andere Menschen feiern, die in Krefeld sonst vergessen werden. Und so hat man dann ein Wiedersehen gemacht von jüdischen Bürgern, die in Krefeld gelebt haben. Das Echo war erstaunlich und Inge Kamp kam dann auch und hat vor Schulklassen tatsächlich über ihre Geschichte erzählt. Was das Besondere Spannende ist jetzt natürlich zu gucken, wie haben die Kamps in Krefeld gelebt? Wie war die Zeit überhaupt hier in Krefeld? Vielleicht ist es nur ein ganz kleiner Hinweis, dann höre ich auch auf, du musst ja dann auch mal was sagen. Ein ganz kleiner Hinweis. Auch, ich kann mich auch zurücklehnen. Es hat in Krefeld bis 1945 keine einzige Synagoge gegeben. Jetzt werden alle sagen, das stimmt doch nicht. Da stand die Synagoge, da und da und da stand eine Synagoge, in Linz stand eine Synagoge. Ja, die standen aber da, denn die hießen in Krefeld niemals Synagogen. Wie hießen die denn? Die hießen in Krefeld Judenkirche. Es gibt bis heute noch eine, also wer alte Stadtpläne guckt und guckt die Mennonitenkirchstraße, wenn sie weiterging, hieß sie Judenkirchstraße. Da stand die erste alte Synagoge. Und die Krefelder haben immer gesagt, ist egal in welche Kirche du gehst, ob du in die Mennonitenkirche gehst, ob du in die katholische, lutherische Kirchstraße, haben wir auch noch da. Und wir hatten eine Judenkirchstraße. Und die Toleranz in Krefeld war Anfang des Jahrhunderts, 1900, so enorm, es war so assimiliert, das war eine Konfession ohne viele anderen. Und von daher war es kein Ismus oder sonst was, sondern die Krefelder Juden gehörten eigentlich zu Krefeld dazu. Und von daher ist es nach wie vor für mich völlig unverständlich, wie sowas passieren konnte, dass man anfing, diese Menschen, die Krefeld maßgeblich mit aufgebaut haben oder einfach auch dazugehört haben, dann so systematisch hat verfolgt und deportiert und zu Tode bringen können, wie es dann passiert ist. Krefeld selber war keine besonders nationalsozialistische Stadt, so nehme ich an. Das Kommando, was dann die Reichskristallnacht hatte, so sagt man, war am Forstwald. Die kannten sich nicht aus. Ich habe die Akten im,
im Landesarchiv nachgeguckt. Es gab Listen, wo bedeutende jüdische Bürger draufstanden, die man ergreifen sollte. Die wurden alle hier in Krefeld erstellt und da stand auch drauf Adolf Kamp, heute Händler Deutscher Ring 45, an 11. Stelle, also war so der 11. wichtigste, den sie da gefunden haben. Nur wussten die alle nicht, wo die wohnen. Und dann sind die wie die Horden, hier vorne war das Versammlungslokal der NSDAP, ich glaube ein bisschen weiter am Westwall, dieses Eckgebäude, wo die Werbeagentur ist, und sind die wie die Horden in die ins Bismarckviertel gezogen, wo zugegebenermaßen sehr viele jüdische Bürger wohnten und haben Adolf Kamp gar nicht gefunden.